Was soll ich Großartiges sagen? Ostern, natürlich. Und ich mittendrin. Ja, draußen so schöne, liebe Damen, aber keine für mich da. Wäre für mich ein gefundenes Fressen, einmal eine Dame zu haben, mit der ich mich so bequem machen kann, mit der ich auch immer das machen kann, was ich möchte und auch gemeinsam natürlich. Aber ja, es bringt manchmal auch die Lust wirklich nach Liebe. Und ich habe auch dieses Teil hier. Es bringt mich auch immer dazu zu sagen, ich warte schon ziemlich lange, bis die Richtige einmal auf mich zukommt und auch irgendwann einmal sagt, ich meine es ernst mit dir. Was wollen wir heute tun? Ich hätte darauf gesagt, ja, gehen wir etwas Tolles essen, ne? Wie? Na, wir wollen ja was Tolles essen gehen, oder? Mm-mm. Was? Mm-mm. Warum nicht? Weil ich eben nicht will. Junge Frau, ich will auch nicht viel und ich muss es tun, ne? Ernsthaft? Na gut. Ja, dann muss man quasi auch die Dame seines Lebens irgendwie zufriedenstellen und das Ganze. Und es ergibt doch heute mein Osterspecial. Ich kann euch nur sagen, Ostern, Ostern, Eier suchen, Eier suchen, Eier suchen, nochmals Eier suchen und Eier suchen. Ich hab doch keine Eier gefunden. Was wollen wir tun? Ja, das Schönste dran ist immer, du suchst und suchst und suchst und finden tust dann Dreck. Und dann heißt es wieder, ich habe gefunden, aber leider viel zu lange gewartet. Ja, dann rennt auch der nächste wie Verrückter auf, ab, auf, ab. Entschuldigen Sie, kann man eine öffnen? Na gut, dann hören Sie bitte auf, ab und ab zu rennen. Ach Gott. Nicht ach Gott, Sie tun, was ich Ihnen sage. Und so geht es immer wieder weiter. Ja, es gibt auch sehr harmlose Tage, harmlose Abende und so weiter. Und gerade wo man auch Ostern feiert, in dem hart versüffenden Lockdown, fühlt man sich irgendwie, als ob wir alle daran schuld wären. Und ja, da fragt dann jedes Kind dann, doch Mama, warum muss ich drinnen bleiben?
Und der Vater gibt dann die Antwort: Na, wer Lockdown ist? Nein, ich möchte raus. Na, wir müssen uns an die Gesetze halten. Ich will was sehen. Na, bitte. Ja, der Vater lässt dann locker und Yippie-yay. Klar kann ich die Väter und alle so verstehen, aber man muss sich definitiv an Gesetze halten. Yippie, die Narrenfreiheit ist ja heute wieder hier. Yippie, yippie. Ja, ich verstehe die meisten Kiddies sehr, sehr gut, weil sie gerne raus möchten. Aber wir haben, auch wenn jetzt Ostern ist, haben wir uns definitiv an Gesetze zu halten. Was wollen wir mehr, bitte? Ja, und dann stellt euch jetzt vor, ihr wollt in Ruhe euer Mittagsschlaf machen, dann geht's die ganze Zeit so. Ja, es ist normal, dass Kinder und Jugendliche so einen Lärm machen. Aber in meiner, wirklich, in meiner so kleinen Zeit habe ich es einmal gewagt, einen Lärm zu machen. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich durfte dann am nächsten Tag, am Nachmittag, nicht raus. Ja, war leider so. Und ja, definitiv. Da habe ich dann eine Strafe gekriegt. Ich musste dann es wieder gut machen. Weil ich durfte damals wirklich, wie ich mich so aufgeführt habe, mit dem da durfte ich damals wirklich alles wieder gut machen, damit ich am nächsten Tag auch am Nachmittag mit anderen spielen konnte. Und ja. Aber es ist traurig, dass die meisten, dass wie gesagt, die meisten sich nicht an Regeln halten. Klar, ich war auch einmal ein Kind und man musste mir Manieren beibringen, bis zum geht nicht mehr. Und es war, ja, wie gesagt, es waren halt einer dieser Fälle. Und da habe ich mich damals, habe ich dann auch so wie die, habe ich dann damals auch so wie die Jungs und Mädels so herumgebrüllt wie ein Gorilla. Und da haben sich dann viele Erwachsene, wie ich noch klein war, sehr, sehr aufgeregt. Und ja, es gab auch gute wie auch schlechte Zeiten. Ich habe noch was aus meiner Trickkiste gefunden, beziehungsweise wo ich noch jugendlich und nicht allzu groß wie jetzt bin, habe ich noch ein Foto von mir gefunden und ich zeige euch das einmal. Bitteschön, so habe ich früher das Erblickte geblickt und steht zwar da kein Aufnahmedatum drauf, aber es war auch eine schöne Zeit. Und das Beste ist ja noch, ich hatte ja manchmal keinen Bock, keine Lust,
auf Hausaufgaben gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich habe das ja eh schon in der Schule gemacht. Da hat man mir gesagt, damit du das endlich mal in deiner blöden Birn drin hast, musst du es zu Hause auch noch üben. Ja, und dann habe ich es halt zum Teil geübt, zum Teil hatte ich auch keine Lust, weil ich habe mir als Bub immer gedacht, warum muss man Hausübung machen? Mittlerweile weiß ich heute, dass Hausübungen sehr, sehr wichtig sind. Und ja, Hausübungen sind halt immer, dass man das alles in seiner Birne hat. Wie die andere Jugend von den anderen sind, ja, die werden bestimmt genauso Hausübungen bekommen wie ich früher. Und ja, fällt mir auch eigentlich oft immer auf, wenn ich mal meiner Tätigkeit zum Beispiel nachgehe, dass die meisten Jugendlichen es lieber bevorzugen, in den Markt zu gehen, um sich ein Leberkässemmel, ein Wurstsemmel und ein Eis zu kaufen. Finde ich irgendwie sehr merkwürdig, weil damals in der Schule hatte es bei mir sowas nicht gegeben. Also ich hatte in der Schule keinen Supermarkt, wo ich in der Pause einkaufen gehen konnte, um mir Essen und Trinken zu holen. In der Schule hat es damals alles gegeben, was man wollte. Also Wurstbrot, Aufstrichbrot, Soft, Butterbrot hat es auch gegeben, Gottes Willen. Ja, ist aber so. Ja, Butterbrot macht Wangen rot. Ja, was willst du noch sagen? In der heutigen Zeit weiß ich, dass der Lehrer und die Lehrerin es nur gut gemeint haben. Und ja, die haben dafür auch Sorge tragen müssen, dass wir alle fleißig lernen tun. Und es war auch immer wieder die Zeit, wo ich mir denke, hier muss einmal wirklich mal was getan werden. Also ich weiß ganz genau, wenn ich mal eine Familie hätte, würde ich dafür sorgen, dass mein Sohn oder meine Tochter, wenn ich sie auch hätte, dass sie so lernen, dass sie irgendwann selbstständig aus denen was wird. Und wenn sie mal irgendwann mal ein Bub werden sollte, ja, lernen. Lernen, lernen. So würde ich es mal sagen. Und ja, wenn der Bub dann einmal 16, 17 wird, wird er bestimmt auch sich bei der Bundeswehr vorstellen und dann wird er begutachtet, ob er tauglich oder untauglich ist. Ja, wenn es ein Mädel wäre, also eine Tochter, die würde ich nicht zur Bundeswehr schicken, weil definitiv haben Damen in der Bundeswehr meiner Meinung nach nichts verloren, weil es wäre traurig, wenn sich eine Frau in Schlamm wälzen würde, weil das ist einfach so. Das Allerwichtigste wäre dann, ja, vielleicht geht ihr dann das Mädel studieren, dass sie einen richtigen Beruf lernt und dass sie dann gute Dinge ist, ne? Und natürlich hätte ich auch
zu Ostern, zu Weihnachten und zum Geburtstag geschaut, dass das Kind auch ein Geschenk bekommt. Wichtig ist auch immer gewesen, dass sich das Kind auch sehr, sehr wohl fühlt und immer zeigt, wie es dem Kind auch geht. Also wie gesagt, wenn ich eine Tochter hätte, ich würde sie nie zur Bundeswehr schicken, nie. Weil es wäre gerade nicht so richtig, eine Frau zur Bundeswehr zu schicken. Und wenn es ein Sohn wäre, ich hätte den sogar zur Bundeswehr begleitet. Und ja, Bundeswehr ist ja, wo man entweder Zivildienst leistet oder in den Krieg zieht oder vielleicht auch später Polizist wird. Und das Ganze, ihr wisst ja, was ich meine, ne? O Bundeswehr, O Bundeswehr, ich war damals untauglich. Ich wollte nicht mich ausziehen, weil die Ärztin 60 war. Ja, in meiner Zeit war das wirklich so. Ich bin mit 17, 18 zur Bundeswehr gegangen. Ja, da hat dann die Ärztin gesagt, die eigentlich hätte meine Mutter sein können. Und ziehen Sie sich aus? Ich habe nee gesagt. Und dann wurde ich für untauglich erklärt. Weil, das war nicht toll. Also wenn sie damals 18 gewesen wäre, hätte ich es vielleicht getan, aber nicht neben einer 60-Jährigen. Könnte meine Mutter sein. Und mit der heutigen Zeit weiß ich auch, dass ich vielleicht ein bisschen hätte mehr machen können, aber ja. Die Bundeswehr, was will man mehr? Da wird dann jetzt jeder sagen, das hast du. Bundesheer! Nee, für mich ist es die Bundeswehr. Damit hat sich's. Ja, es hat sich irgendwie dann so eingependelt bei mir, wo man mich dann früher gefragt hat, und gehen Sie zum Bundesheer? Und ich dann ernsthaft? Du weißt aber schon, dass das Bundeswehr heißt. Konnte man nur noch den Schädel greifen und dann sagen, Ja, dann bin ich mit einer Erwachsenen zur Bundeswehr gegangen und ja, da war wirklich eine Ärztin im Alter von 60 Jahren. Und da habe ich mir nur vom Kopf gegriffen und die wollte, dass ich mich ausziehe. Ich habe mich geweigert, weil ich hatte keine Lust gehabt, mich von einer Ärztin, die hätte meine Mutter sein können, befummeln lassen. Wirklich nicht. Ja, war so. Sind mittlerweile 17 Jahre. Und ich hätte mir gedacht, dass man mit 60 in Pension geht. Obwohl ich es eigentlich normal finde, dass man sich, wie älter man wird, umso früher in den Ruhestand geht, um die erfahrene Arbeitspraxis hier weiterzugeben. Jetzt haben sie sehr komischerweise bei den Jahreskarten, ihr wisst ja eh schon, früher war es 61, dann war es 62, dann war es 63 und jetzt ist 64.
Finde ich irgendwie sehr komisch, dass man das Pensionsalter ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, was dann als nächstes kommt. Vielleicht erhöhen sie es dann auf 90 oder 80. Weil ich traue diesen Menschen wirklich alles zu. Klar ist es irgendwie eine Sache, die man auch bedenken muss. Aber ich darf nicht daran denken, wenn ich mal 90 war, dass ich mit 90 in Pension renne. Und da renne ich dann mit 61 oder 62 in Pension, aber nicht später. Ja, gibt es auch immer wieder diese Tage, ja, wo du am liebsten nur deinen Arsch auf dem Sofa sitzt und den ganzen Tag am liebsten nur deine Lieblingsserien schaust und auch zwischendurch den Haushalt wie Wäsche, wie Geschirr und das Ganze, ne? Ja, das Einzige, was ich noch ziemlich lustig fand, ist, es würde vielleicht eine Frau bei mir sitzen, die mich nimmt, wie ich bin, wo ich dann Sendungen schaue, die auch sehr, 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 sehr gut ist. Und ich finde es wirklich toll, dass seitens der Menschheit doch noch Integration anvertraut wird. Das Heikelste kommt ja eigentlich noch. Und da muss ich mir jetzt wirklich die Augen zukneifen, weil es tut ein bisschen im Hirn weh, seitdem sich die Leute irgendwie wie Brüder und Schwester aufeinander kuscheln. Haben wir jetzt den Salat, dass wir jetzt auch schon draußen in ein paar Hotspots eine Maske tragen muss? Und stellt sich jetzt vor, jetzt wird eine Streife dort kutschieren und einer hat jetzt so eine Maske auf und der Polizist steigt dann aus und sagt: Entschuldigen Sie, wo ist die FFP2-Masken? Habe ich nicht, die habe ich weggeschmissen, jetzt habe ich die da. Setzen Sie jetzt Ihre FFP2-Maske auf oder Sie haben eine Strafe zu erwarten. Okay, schon gut, ich suche schon meine FFP2-Maske. Ja, dann hat er tatsächlich nur FFP2-Masken in der Gesäßtasche gehabt, hat sie es gleich aufgezogen. Und der Polizist ist dann von dannen. Wisst ihr, ich verstehe es nicht, warum man jetzt so mit einer Staubmaske herumrennen muss. Die ist eigentlich eher für Holzarbeiten geeignet. Also ich wäre lieber mit der da gegangen. Ich wäre am liebsten mit der gegangen, ganz ehrlich. Was habe ich eigentlich davon, wenn ich mit einer FFP2-Maske herumrenne, wo man dann das Bandel abbricht? Da kann ich ja gleich einen Helm aufsetzen, wo mein ganzes Gesicht verdeckt ist, dann hätte ich keine Probleme damit. Traurig ist ja auch noch, dass wir wie die Wahnsinnigen auch noch uns vorschreiben müssen, wo, wie, wann, was, wo. Echt. Ich verstehe unseren lieben Bürgermeister und andere auch, aber hier hat auf gut Deutsch gesagt, echt wieder
die Sicherheit versagt. Und es sollte keine Unterstellung sein, aber man hätte seitens der Beamten den Hotspot auch auflösen können. Und damit es nicht langweilig wird, möchte ich ja noch sagen, wir erleben Ostern wie in einer JVA-Zelle, wo man untertags nur rausgeht und am Abend wieder eingesammelt wird. So kommt es mir einmal vor, beziehungsweise schon manchmal. Ja, es war zwar kein guter Vergleich, aber ich möchte noch hinweg sagen, es ist halt wie eine traurige Sache. Man fühlt sich eigentlich schon, als ob man hier der Versager der Ersten und Zweiten Republik wäre, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf. Und die Menschen haben es nicht verdient, über die besonderen Tage sich wie Gefangene behandeln zu lassen. Und dann möchte man uns, die sich an diese Regeln halten, vorwerfen lassen, dass wir Corona-Leugner sind. Es gibt ein paar unangenehme Zeitgenossen in den Netzwerken. Und die Leute, die jetzt dann schreiben, so sehen Corona-Leugner aus, die werde ich entweder melden, sperren oder löschen lassen. Und das Kommentar wird ja auch hinterher weggelöscht. Und ja, wie ich dann gelesen habe, dass dann auch vorgeschlagen worden ist, Eintrittstests machen zu lassen und auch einen grünen Impfpass. Da ist mir dann echt wirklich die Galle hochgegangen und habe widerwärtig und vehement Widerstand geleistet, weil ich sehe das überhaupt nicht ein, warum man eigentlich nur einen zusätzlichen Impfpass braucht, obwohl man eh schon einen roten und einen gelben hat. Ich weiß nicht, wie viele Pässe man noch besitzen sollte. Also ich definitiv kann nur eins sagen. Irgendwann heißt es dann, genug ist genug. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen noch Widerstand geleistet haben. Und es darf, wie gesagt, nicht wahr sein, dass man hier die Menschen wie Schwerverbrecher behandelt. Und die größte Krönung ist ja noch, dass jetzt die Polizei dazu animiert wird, die Haus- oder Corona-Ordnungen zu kontrollieren. Also ich habe es des Öfteren gesagt. Ich kann es auch gerne noch einmal sagen, aber ich werde nicht dabei zusehen, wie man unser System definitiv auch hier kaputt fährt. Es ist nicht Aufgabe der Polizei zu kontrollieren, ob man sich an die Pflicht haltet. Weil wenn du jetzt jeden Polizisten in diese Grätzeln schickst, um zu kontrollieren, dann bleibt da kein einziger Polizist mehr übrig, um Diebstähle und um, ihr wisst schon, Einbrüche und das Ganze zu ermitteln. Da bleibt da kein einziger Polizist mehr übrig. Ich weiß, viele werden jetzt wieder mir dann sagen, dass ich nicht recht habe. Aber ich muss hinweg auch noch sagen, irgendwann
wird einmal so sein, dass sich die ganze Politik bei uns entschuldigt und sagt, es tut uns leid, dass wir euch wie Verbrecher behandelt haben. Es war notwendig, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber ich kann eins sagen, ich glaube daran, dass man einen Entschuldigungsbrief vielleicht kriegt. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir alle zusammenhalten, wie in guten und wie in schlechten Zeiten natürlich. Ja, was ist noch hier zu sagen? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 10 oder 11 Jahre alt wäre, ich glaube, ich wäre zu meiner eigenen Sicherheit nicht in den Hof gegangen, um mit den anderen zu spielen, weil da hätte ich eher die Angst, dass ich mich vielleicht anstecke und das Ganze, ihr wisst ja schon. Ja, man muss halt den Tatsachen ins Auge sehen. Und ich finde es eigentlich wirklich cool, dass ich jetzt immer, wenn ich ein Video aufnehme, mit dem Ringlicht rumhantiere. Wirklich. Und dann gibt es auch immer wieder solche Tiere, die meinen, mein Licht oder mein Lichtverhältnis darzustellen. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Mikrofon was gemacht. Machen wir mal ein bisschen dunkel wieder. Ja, so sieht es besser aus, finde ich. Also, wie gesagt, man soll sich um Himmels Willen nicht alles verbieten oder gefallen lassen. Wir haben noch immer diese Menschenrechte hier. Also ich kann mich jetzt noch vor ...25 Jahren erinnern, jedes Jahr, wenn Ostern war, hat man Ostereier versteckt und ich habe sie gefunden. Und das, was ich gefunden habe, hat mir gehört und ich habe es gegessen. Ostern, 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 ne? Ja, ich hatte auch öfters, das passt auch gut zu meinem Osterspecial, ich habe auch öfters Probleme gehabt in meiner Zeit, weil ich hatte damals alle Alben von den Onkels gesammelt. Dann hat's, ja, ist dann immer eine zum Nachtdienst gekommen und hat gesagt, wenn du Onkels hörst, zerschneide ich das. Habe ich mir gedacht, ja, nicht böse gemeint, aber ich finde, jeder Mensch darf das hören, was er gerne möchte. Und was habt ihr eigentlich gegen Onkels, ganz ehrlich? Nur weil die Onkels früher was gemacht haben, was euch nicht gefallen hat, gibt es noch lange keinen Grund. Und ich sage es ehrlich, da gibt es lange keinen Grund, dann mir als Jugendlicher zu sagen, wenn ich dich einmal erwische, Onkels zu hören, zerschneide ich deine ganzen CDs von denen. Ja, hätte sie machen können, aber ich hätte dann Schadenersatz verlangt, aber Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht.
Weil ich finde, jeder Mensch hört das, was er am liebsten hören möchte. Und ja, ich bin auch nicht nachtragend, wenn ich manchmal mache. Das heißt dann bei mir nicht, sie hatten Vogel, er hat einen Vogel. Das heißt einfach, vergiss es einfach. Halt nur in der Form. Ja, jeder hört das, was er oder sie am liebsten hört. Und wenn ich dann gesagt hätte, Entschuldigung, aber Moses Pelham ist auch da oben, da hätten sie dann gesagt, zeig her. Dann hätte ich den Track 8 reingegeben und hätte gesagt, schau, Moses Pelham ist ja auch gerade kein Deutscher und so das Ganze zum Beispiel. Moses hört sich ja auch nicht deutsch an. So wie Xavier Naidoo, der hört sich auch nicht deutsch an. Obwohl ich diesen Typen eigentlich nicht mag. Xavier Naidoo. Den einzigen, den ich auch nicht mag, ist der Luke, seitdem er da im ZDF Fernsehgarten hier die Frauen so beleidigt hat. Ich könnte echt an der Decke gehen. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Weil wie schaut das denn aus, wenn ich hier an der Decke gehen würde? Wirklich nicht. Kriege ich nur Zustände. Und ich sage, wie es ist, nur weil man mit Onkels groß geworden ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sie so einen Rechtsgedanken haben. Ganz im Gegenteil, ich habe einen gekannt, der hat mich zum Teil auch über die Band aufgeklärt. Und er hat dann gesagt, ja, ab 1988 waren sie eigentlich nicht mehr so. Man durfte eigentlich damals, wie ich unter 18 war, da durfte ich keine Lieder ab 18 hören. Aber heute weiß ich mittlerweile, dass ich das höre, was ich gerne hören möchte. Und liebe Nicht-Onkels-Hörer und Hörerinnen, fasst euch mal eine Nase und hört euch das Lied Koma an, wo Moses Pelham auch mitsingt. Oder hört euch das Lied an. Wo haben wir das? Der Himmel kann warten. Harmlos, bitte. Ich habe das damals als Jugendlicher nicht verstanden, warum man da vehement mit mir so diskutiert hat. Und für die Leute, die gerne Metal hören und meinen, ich meide Onkels, ja, hört euch bitte von mir aus Jazz oder so an, wenn ihr kein Onkels-Fan seid. Weil das ist ja immer, ich weiß nicht, das ist ja so, wie wenn ich einen Psychiater um Rat fragen würde. So ist es mir vorgekommen. Aber ich habe mich nicht lumpen lassen.
immer, wenn dann wer andere gekommen ist und der oder die nach Hause gefahren ist, habe ich die CDs wieder aus dem Kasten geholt. Ja, und habe dann laut gehört, das hat niemanden ausgemacht. Aber ich möchte euch wiederum sagen, nur weil man als kleines Kind schon mal von der Mutter gezwungen worden ist, Onkels zu hören, kann man mich nicht als irgendeinen Radikalisierten bezeichnen, weil es einfach unterwerfig ist, jemanden zu rechtsradikalisieren, wenn das nicht einmal der Wahrheit entspricht. Und ich verurteile auch niemanden, der jetzt AC/DC oder Iron Maiden hört. Verurteile ich nicht, das steht mir nämlich nicht zu. Es steht mir nämlich nicht zu, Musikgruppen zu beurteilen und auch andere Menschen, weil ich finde, jeder und jede soll das hören, was gut ist und wo man sagt, ja, es kommen halt Schimpfwörter vor, meine Güte. Wir alle haben, glaube ich, schon von verschiedenen Metal-Bands, die auch gerne Metal hören, Schimpfwörter auf Englisch gehört und so, meine Güte, dass die meisten Menschen aus einer Mücke einen riesigen Tiergartenelefant machen. Nee. Ich kann auch, wie gesagt, nicht nachvollziehen, warum man eigentlich noch der Meinung ist, nur weil man Schimpfwörter hört, dass man dann zu einem Menschen gestempelt wird, wo dann gesagt wird, ach, der ist nicht links, ach, der ist nicht links. Bei mir gibt es kein links, rechts oder Mitte. Und nur, ja. Nur weil man als Kind von der Mama die Band Onkels aufpumpt bekommen hat, ist man lange nicht rechts, links, grad. Ich habe immer wieder diese Urteile so gehasst, aber man wollte mich ja schützen. Nett gemeint, aber heute weiß ich mittlerweile, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt von vorhin, einen Sohn oder eine Tochter habe, würde ich die Band in den Safe versperren. Und wenn das Kind in der Schule ist und ich Urlaub habe, dann höre ich mir die Musik halt an. Meine Güte. Ich habe mir, ja, das war 1996, 97, habe ich mir immer das Lied von Glas zu Glas angehört. Es war nämlich auf dem Album Onkels wie wir oben. Und ja, ich weiß, dass die meisten Leute dann mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, wenn ich Onkels höre, aber das wäre kindisch, wie gesagt. Und ich kann und ich werde auch kein Urteil darüber sprechen. Ich verurteile ja auch keinen Jazzmusiker, weil er Jazz hört. Ich verurteile auch keinen, weil er 70er, 80er hört. Steht mir nicht zu.
Und ich würde mir eigentlich in meinem Leben wirklich wünschen, dass die Menschen voneinander Respekt haben und nicht, wo dann so geduschelt wird: Ach, der Herr Onkels, mit dem möchte man nichts mehr zu tun haben. Da könnte ich mir manchmal echt auf den Kopf greifen. Und nur weil ein paar Schimpfwörter vorkommen, braucht man lange nicht zu beurteilen. Weil es ist halt so und da kannst du, wie gesagt, nichts machen. Wir alle haben mal Musik gehört, die man nicht gemocht hat. Und ich verurteile keinen, weil es mir nicht zusteht. Das wäre jetzt so, wie wenn ich jetzt jemanden verurteilen würde und ich dann, weiß ich nicht, eine Leumdungsklage und das Ganze auf den Hals kriegen würde. Mir steht wirklich solche Urteile nicht zu. Und ich kann eins immer wieder betonen: Es ist, wie gesagt, sehr, sehr traurig, dass die Menschheit hier so beurteilt wird, als ob man hier zum Narren gehalten wird und das Ganze. Aber keine Sorge, mich kann man nicht so schnell zum Narren halten. Und auch wenn man es nur gut meint, ich kann mich doch nicht wie ein Idiot behandeln lassen. Und ja, es steht mir nicht zu, dass ich Leute nach Musikgeschmack beurteile. Ich beurteile nur die Menschen nach Herz und Verstand. Ich hatte ja früher öfter Südländerinnen kennengelernt, die haben auch Onkelz gehört. Und haben die Onkels nicht als rechtsextrem gefunden? Ich verstehe bei den meisten wirklich das Problem nicht. Und ich beurteile wirklich keine Menschen. Mir ist es egal, ob sie jetzt Metallica hören, Rammstein und das Ganze. Mir ist das egal. Die können von mir aus die Storkogler hören, ist mir das wurscht. Weil ich beurteile die Menschen nicht. Es steht mir, wie gesagt, nicht zu. Es steht mir, wie gesagt, nicht zu. Und möchte ich noch wirklich höflichst darum bitten, nicht immer Menschen zu beurteilen, nur weil sie einen anderen Musikgeschmack haben. Das ist so, wie wenn ich jetzt den Menschen herabwürdigen würde.
Und ich finde es traurig, dass die Gesellschaft immer wieder ein schlechtes Bild hat und so. Gefällt mir überhaupt nicht. Die Gesellschaft muss zusammenhalten und nicht hier ins Nicht-Rampenlicht umsugieren, wirklich nicht. Weil die Gesellschaft hat es nämlich nicht verdient, sich nach Musikgeschmack herabzuwürdigen. Und dann immer, nö, machst du nicht. Ja, ich sag's offen und ehrlich. Nur weil ich Musik höre, kann man hier einfach nicht so willkürlich beurteilen. Das ist ja wie, wenn du jemanden verurteilen würdest. Unsere Gesellschaft hat sie da echt auseinandergelebt, wenn ich es ehrlich sagen darf. Es ist wirklich, da kann man sich wirklich auf den Kopf greifen, um es hier zu sagen, man wird eher so behandelt, als ob man hier in der Ecke sitzen würde und das Ganze. Klar freue ich mich, dass die meisten anderer Meinung sind, aber wenn es hier um Musik geht, bitte ich die Freundlichkeit und die Meinung zu erachten. Jeder Mensch ist anders. Das können weder Sie noch du noch wer andere ändern. Darum bitten, nicht immer Menschen zu beurteilen, nur weil sie einen anderen Musik. Ja, da hört es. Man sollte Menschen ja nicht so beurteilen, nur weil sie einen anderen Musikgeschmack haben. Wirklich. Klar bin ich nicht mit meinen Leuten immer der gleichen Meinung, aber ja. Manche würden sich fragen, was ist mit ihm passiert? Aber ja, es ist so, wie es ist eigentlich. Weil ich bin ein Mensch, der von Respekt überzeugt ist. Es wäre so, wie wenn ich jetzt alle Frauen verurteilen würde, dass sie Spice Girls hören, steht mir nicht zu. So. Ja. Ich bin einmal, wie gesagt, sehr gespannt, wann wir eigentlich wieder aus dem Schlamassel rauskommen. Weil jetzt haben wir, ich weiß nicht, schon mittlerweile, wenn man jetzt noch ein weiteres Jahr dazufügen würde, würden wir, glaube ich, schon den Zwei-Jahres-Lockdown feiern, aber mittlerweile haben wir ein Jahr Lockdown gefeiert. Vor einem Monat. Und es macht irgendwie auch keinen guten Eindruck, dass man dann dauernd auf seine vier Buchstaben hocken muss, um der Regierung zu zeigen, wie brav man ist.
Ich war eigentlich schon beim harten Lockdown einmal im Quartalsmonat und da ist an dem Tag, ehrlich, da ist an dem Tag kein einziger Kontoauszugdrucker gegangen. Da habe ich dann gefragt, Alter, ist das ihr Ernst, dass ihr jetzt den Kontoauszugdrucker abgedreht habt? Da habe ich mir echt, wirklich, ich habe mich echt aufs Hirn gegriffen und gefragt, das kann nicht dessen Ernst sein. Dann haben sie gesagt, ja, tut mir leid, aber das bei Jahresabrechnungen ist das immer so. Ja, da war ich am 1.1. war ich da unten. Nicht gegangen. Habe ich mir nur gedacht, wann funktioniert denn der Dreck wieder? Soll ich euch was sagen? Der Dreck hat erst am 2.1. funktioniert. Jetzt habe ich mal gedacht, ich setze mir jetzt einmal die heißgeliebte TikTok-Maske auf. Ja, es war einfach wirklich ein Albtraum des Wahnsinns. Da habe ich dann gesagt, wie kann man nur so dumm sein? Und ja, die Antwort war simpel und einfach. Die war simpel und einfach. Man musste es durchgehen lassen, weil in anderen Bankinstituten ist es nicht das Gleiche. Viel schlimmer sind eigentlich meistens die Quartalsabrechnungen. Erstes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal. Ich finde es wirklich sehr, sehr traurig. Ja, und die Girokarten, die die anderen auch noch an der Halsbacke haben, sind dann alle 3 Tage außer Gefecht gesetzt geworden. Wo dann die Bank sagt, ihr Handy war schuld, ihr Handy war schuld, wir bestellen ein neues, ihr Handy war schuld, ihr Handy war schuld. Haben wir nur noch so auf den Kopf gegriffen und habe gesagt, wie können Sie nur so einen Blödsinn reden? Wirklich, da habe ich mir nur noch gesagt, ach, ich lasse reden. Und ja, dann hat man mir eine Karte bestellt, eine Woche war es dann da. Ja, dann 3 Tage später war sie wieder kaputt. Und dann habe ich mir jetzt eine einfache Karte machen lassen, wo ich in jedem Quartal 25 Euro Gebühr bezahle. Also 25 mal 4 ergeben 100 Euro. Und ja, das war es auch wieder mit meinem Ostervideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen lustig war es, ein bisschen traurig war es und das Ganze. Ich werde mich zurückziehen und ich wünsche euch noch ein gesegnetes Osterfest. Seid brav zueinander, akzeptiert euch, gebt euch die Hand und sagt dann, ja, ich weiß, was du meinst. Es tut mir leid, dass ich ihre Musik oder deine Musik kritisiert habe, weil jeder Mensch kann daraus was lernen und man hat Kopfhörer erfunden. Und wenn es einem zu laut ist, sagt man einfach tra leise. Und ich ziehe mich zurück. Arrivederci. Und passt gut auf euch auf, ne? Tschüss.